Liebe Schützen, wir kommen zur Botschaft fürs Kollektiv, für die Schützen, für den Februar. Wir gucken, welche Themen sich bei euch zeigen. Und es wird ein Monat, in dem ihr sehr viel himmlische Zeichen bekommt. Allein die Karte schon ist so ein Zeichen, wenn die fällt, dass ihr euch behütet, geliebt und beschützt fühlt. Es geht auch darum, dass der Himmel oftmals Schmetterlinge schickt. Auch so als Gruß von einem lieben Verstorbenen. Vögel, Federn, Regenbogen, ja, andere Phänomene, Münzen, Musik. Es geht auch ein bisschen darum, achtsam zu sein, dass man die Zeichen auch wahrnimmt, dass man auf sie vertraut. Möglicherweise stehen hier auch so spezielle Daten an, so Geburtstage oder Jahresfeiern. Und es wird ein Monat, wo ihr größere Träume Schritt für Schritt umsetzen könnt. Wir gucken mal, was das keltische Kreuz noch für Infos mitgibt. Das Kleeblatt hat sich jetzt schon bei vielen in die Mitte gelegt oder irgendwo eingemischt hier. Und ihr könnt hier auf einem kurzen Weg einen Konflikt lösen, ganz einfach. Ne? Irgendwo, wo es Diskussionen gibt, wo ihr euch streitbar machen müsst, wo ihr vielleicht auch einen Kampf führt oder irgendetwas Ungerechtes erfahren habt, liegt hier die Auflösung im kurzen, auf dem kurzen Weg. Es kann ja sehr viel um Gespräche gehen, um Nachrichten, um Themen, die mit der Kommunikation zu tun haben. Ich meine, ein Konflikt ist auch eine Art der Kommunikation, ein Streit mit jemand. Du denkst ja sehr viel über Nachrichten nach, vielleicht auch über ein ganz bestimmtes Gespräch. Da mag es um Konflikt oder Verletzung gehen oder auch etwas, was dich beschäftigt, einfach weil es dich berührt hat, verletzt hat. In der unterbewussten Ebene haben wir so ein bisschen Aufregung, Stress, Nervosität. Es gibt so Themen. Ich habe hier wirklich sehr viel Kommunikation. Aber es geht auch darum, durch Kommunikation aufklärend zu wirken bei irgendwas, was noch in der Vergangenheit steht und nicht geklärt wurde. Wichtig ist, glaube ich, hier, das kann ich jetzt schon sagen, dass du dich auf das Minimum konzentrierst, was dir von außen zugetragen wird, damit es nicht immer noch unklarer wird. Ich habe das hier eher so, dass viele Leute oder viele Köche hier den Brei verderben und du hier fokussiert auf kleinere Bereiche sein sollst. Ne? Es kann sein, dass du hier ein bisschen mit Hindernissen rechnest. Kann auch sein, dass du auf Briefe wartest und das kommt ewig nicht an oder auf Schreiben oder dass du selbst auch verzögert irgendetwas, was mit Kommunikation zu tun hat, auf den Weg bringst. Deine eigene Sicht möchte hier schon, dass etwas Fahrt aufnimmt, dass etwas geklärt wird, dass sich etwas nicht mehr als Hindernis zeigt, sodass du auch die Richtung vorgeben kannst, in welche Richtung du die Dinge haben möchtest. Es kann hier um Blockaden gehen oder um Hindernisse bei deinen Herzensangelegenheiten, bei allem, was mit dem Thema Liebe zu tun hat. Wie frei bist du da oder wo hast du immer wieder den gleichen Konflikt, die gleichen Hindernisse, dich frei zu fühlen? Wie viel Liebe gibst du nach außen oder wo bist du auch stur? Im Prinzip ist es so. Hier liegt eine Auflösung einer schwierigen Situation in Kürze. Eine Aufklärung auch. Einstens hast du hier auch Ängste vor etwas Neuem. Möglicherweise hängst du auch zu sehr an Dingen fest, die eigentlich Tempo rausnehmen
um dass du das Neue nicht so sehr ergründen musst. Also das könnte so der Wunsch nach Neuem, aber auch zugleich diese Befürchtung, was erwartet dich da. Aber hier bröckeln tatsächlich die Blockaden, Umbrüche kommen und Verstrickungen und ungute Situationen nehmen hier eine andere Fahrt auf, ne? Es geht sehr viel um deine eigene Klärung. Für dich kommen die Dinge, die jetzt noch auf dem Kopf stehen, wieder in die Klärung. Ich habe hier für dich ein Thema, mit dem du lange verstrickt warst. Das kann ein Mutterthema sein, ein Thema mit der Weiblichkeit, ein Thema mit einem Gegenüber, möglicherweise auch mit einem Verlust, denn ich habe hier mit den himmlischen Zeichen natürlich schon auch die Botschaft, die auf dich wartet, von oben. Zugleich machst du dir hier Mords den Weg frei, ne? Also hier wird es frei, hier kannst du loslegen, hier bröckeln die Blockaden und der Weg wird gerade. Bleib optimistisch, du hast hier den Engel des Optimismus dabei und hier wird dir echt gesagt, dass eine positive Einstellung zum Leben, deine Gedanken, deine Handlungen dir eben weiterhilft. Verliere nicht den Glauben sozusagen. Durch positives Denken geht es auch dir selber besser und auch deinem Umfeld. Und hier geht es wirklich darum, dass du dich darauf konzentrierst, dass deine Träume und Wünsche und Ziele auch Absicht werden und Wahrheit. Und du wirst hier unterstützt dabei, das durchzuziehen, was auch immer du dir hier wünschst. Es kann ja auch ein größerer Brocken sein, den du als Blockade schon dabei hast bei einem Elternthema, hier speziell Mutterthema. Wie geliebt fühlst du dich oder so, ne? So, dann hast du hier Beifuß für dich dabei. Vertraue deinen Eingebungen und Träume. Hier kommen ja die Zeichen auf unterschiedliche Art und Weise. Deine Seele spricht mit dir. Und der Beifuß verbindet dich auch mit der geistigen Welt und kann dir praktisch neue Perspektiven enthüllen und altes Wissen zur Verfügung stellen, das du brauchst, an das du nur rankommen musst, ne? Okay, ihr Lieben, ich drück euch. Bis bald.